wunderschönen guten Morgen, meine Lieben. Ich mache mich gerade auf den Weg zur Arbeit. Es ist Samstag. Smurfy ist on board. Ich war richtig fertig. Ich habe euch gestern die Haustour gezeigt und dass wir da renoviert haben. Und ja, ich habe richtig Muskelkater in den Beinen vom ganzen Treppensteigen und ja, ich bin müde. Ich war die halbe Nacht wach wieder. Aber egal, ich freue mich so sehr, wenn es endlich fertig ist. Sag ich euch. Das war unglaublich. Da finde ich gar keine Worte für. Jetzt habt ihr es ja auch gesehen. Ich habe, ja, also wenn ich dieses Video hier drehe, habt ihr die Haustour noch nicht gesehen. Ich bin ganz gespannt, was ihr sagt oder schreibt zum Haus. Heute werden wir in den Baumarkt fahren. Wir haben ja gestern eine große Liste gemacht, was wir alles brauchen. Und das ist wirklich eine große Menge. Und ja, das machen wir aber erst später, weil Bernd muss lange arbeiten. Dann nehmen wir euch mit. Und ja, mal gucken, was der Tag sonst noch so bringt. Ich nehme euch auf jeden Fall mit durch den Alltag und wünsche euch ganz viel Spaß bei diesem Video. Und zu voller Stolz dein Toaster präsentieren. Wo gehst du denn jetzt hin? Ich dachte, du erzählst das. Deinen tollen Toaster. Der war ja erst falsch geliefert worden mit nur einem dicken Schlitz. Ja, und dann mit zwei dicke. Jetzt hast du zwei dicke und der kann so viel. Programm 3. Programm 3. Oh, mit. Wow. Kannst hier Stopp machen. Ja. Sogar mit Schnellwurffunktion. Also von 4 Toast fällt immer einer. Können wir ein Tor hinstellen? Ja. Smurfy ist halt, der Toast für Smurfy. Einer geht am Boden. Ja, schön, dass das geklappt hat. Dann hole ich mal den Smurfy, ne? Der wartet nämlich. Der kriegt hier noch einen Rest Fleisch gleich. Ah, ich habe schon wieder Feierabend. Sehr gut. Denn, ja, erstmal kann ich jetzt schön spazieren gehen. Es ist richtig angenehmes Wetter. Ich würde jetzt mal so schätzen, 22 Grad, schön windig, perfekt. Also nicht mehr diese Hitze, die ganze Zeit war. Und während ich hier so spazieren gehe, habe ich überlegt, weil der Bernd ja noch länger arbeiten muss und ich dann nicht so ja, alleine im Baumarkt fahre, weil das müssen wir ja zusammen entscheiden alles. Schwer schleppen darf ich auch nicht. Dass ich jetzt schon mal groß was ja, machen könnte alleine. Da habe ich überlegt, da könnte ich gleich zu Hause in den Keller gehen und da ausmisten. Zum Beispiel Kinderspielzeug. Wir haben so viele Kisten mit Kinderspielzeug bei Calvino aus dem Zimmer, was wir so aussortiert haben. Oh, sorry, voll außer Atem, ich bin so einen Berg hochgelaufen. Ja, jedenfalls haben wir noch ganz viel Kinderspielzeug. Das habe ich nie so auf Vollständigkeit untersucht und so. Ich habe es einfach in meinen Kisten gepackt. Und ja, das könnte ich ja jetzt mal tun. Das, was wir noch brauchen, also was jetzt geschlechtsneutral ist, weil wir ja nicht wissen, ob es ein Mädchen oder ein Junge wird, können wir ja noch behalten. Oder halt was gut erhalten ist. Ich sag mal, jetzt ein Mädchen kann auch mit Autos spielen. Oder, ne, wisst ihr, was ich meine? Halt was gut erhalten ist und vollständig ist. Das kann man ja noch behalten und den Rest kann man entsorgen. Und das könnte ich ja schon mal machen. Ja, das habe ich mir vorgenommen. Da habe ich ein paar Stunden Zeit nachher, bis der Bernd von der Arbeit kommt. Da schaffe ich bestimmt einiges. Und bis dahin genieße ich jetzt erstmal hier ein bisschen das Wetter. Hey, ist da ein Baum stumpf, der da noch nicht war? Ich mache eine Kiste wegschmeißen, eine Kiste Trödel und eine Kiste behalten. So ist der Plan. Obwohl ich ehrlich gestehen muss, dass ich bezweifle, dass diese Größe der Kisten ausreichen. Oh. So was finde ich richtig toll, so zum Kneten. Das hat Calvino echt gerne und lange gemacht.
Ja, da unser Kind ja kindergartenfrei sein wird, brauche ich ganz viel Beschäftigungssachen dafür. Da bietet sich sowas an. Das ist Müll. Eine Knetmaschine, da kann man halt hier oben Knete reinmachen und dann kommt sie unten raus. So. Ja, hier ist so eine, wie heißen die, VR-Brille. Da kann man halt das Handy reinschieben, sich das auf den Kopf setzen. Ja, ich würde sagen, das ist Trödel. Die Gitarre. Nein, Trödel. Laternenstab, der ist Müll. Den kriegt man für 1,99 gekauft. Lego. Ja, Lego würde ich eBay Kleinanzeigen tatsächlich verkaufen. So. Das ist noch was zum Kneten. Bügelperlen. Ja, weiß ich nicht. Verkaufen, behalten. Ist auf jeden Fall eine gute Beschäftigung, aber die sind jetzt auch nicht so teuer, dass sich das lohnt, die zu behalten. Jetzt für die nächsten 3-4 Jahre. Ich behalte sie. Und die Dinger dafür auch. Sonnenbrille kann weg. Kennt ihr die noch von früher? Das kann auf den Trödel. Das kann auch auf den Trödel. Und dann würde ich die Kiste, die ist jetzt leer, die würde ich machen für eBay Kleinanzeigen. Schuhe geholt, die ihm so ungemütlich sind. Die hat er nur 2-3 Mal angezogen und da hat er gesagt, wenn er mal zum Trödel geht, dann wird er die mitnehmen. Also Trödel machen. So. Der Heizlöt, den hatte ich schon als Kind. Da kann man unten eine Wärmflasche reinmachen. Der muss auf jeden Fall bleiben. So, Bücher. Ja, so Bücher. Ich habe dem Kirby noch früher so viel vorgelesen. Ich gehe die mal alle durch. Das ist für voll Erinnerung, die ganzen Bücher, die ich ihm vorgelesen habe. Oh, jetzt kommt ganz viel Krimskrams. Federbälle. Noch eine Zwille. So was braucht da auch keiner. Digibirds. Oh Gott, das war ja eine Zeit. Ich merke, ich bin jetzt voll drin im Aussortieren und ich rede gar nicht mehr mit der Kamera. Dann bringt es ja auch nichts. Ich drehe mal eben um. Also, das ist die Kiste, die aussortiert werden muss. Das ist Müll. Das behalten wir. Und das hier ist Trödelmarkt. Und ich zeige euch gleich, wenn ich fertig bin. Jetzt sieht es mir sehr voll aus. Ja, das ist noch so eine Drohne, die wird auch verkauft. Die hatte ich schon mal bei eBay Kleinanzeigen, die wollte keiner haben. Genauso wie dieses Anki Overdrive-Bahn-Gedöns, die war richtig teuer. Ja, versuchen wir jetzt nochmal auf den Trödelmarkt und wenn nicht, dann wird es gespendet. Das kommt auf den Trödelmarkt. Die Kiste kommt auf den Trödelmarkt.
Dann haben wir hier Rollerblades. Die habe ich mal damals für ein Calvino geholt. Er ist ja 2-3 Mal mitgefahren und ja, war nicht so sein Ding. Aber die sind fast neu. Von eBay Kleinanzeigen will die auch keine haben. Also Trödelmarkt. Das kommt alles auf den Trödelmarkt. Hat der Band richtig viel zu tun. Die Kiste auch. Hier sind die Bücher drin, die wir behalten. Das hier behalten wir. Ein paar Kuscheltiere. Ja, ein Gameboy, sowas weiß ich nicht. Kann ich nicht verkaufen. Den kann man immer mal spielen. Wenn ich den spiele. Und hier habe ich noch eine Mundharmonika. Die hat Calvino mal vom Opa geschenkt bekommen. Sowas würde ich halt behalten. Und das ist Müll. Kompletter Müll. Und hier habe ich noch was gefunden. Da war ich mit meiner Mama im Wachsfigurenmuseum in Blackpool oder Kabinett oder wie das heißt. Und das ist King Kong, der uns da gefangen hält. Eine schöne Erinnerung. Das stelle ich wieder auf. Und noch eine schöne Erinnerung. Da hat meine Mama mit Calvino zusammen ein Foto für mich gemacht. Da waren sie in der Stadt und haben ein Foto für mich gemacht zum Geburtstag. Da hat sie auf ihn aufgepasst, als er klein war. Ja, das war dann mein Geschenk. Mich sehr gefreut. Ich weiß gar nicht, warum die im Keller sind. Ja, so sieht das aus. Also einiges geschafft wieder. Ich werde jetzt die Kisten noch so ein bisschen so hinstellen, dass Bernd das auch auseinanderhalten kann hier. Also nicht, dass der die Kiste mitnimmt zum Trödelmarkt, die ich behalten möchte. Und achso, das hier habe ich auch schon bei eBay Kleinanzeigen reingemacht. Das Minecraft und das andere ist auch noch so ein Lego-Polizeistation oder so. Gucken, ob sich schon einer gemeldet hat. Nein. Hat sie noch keinen Moment. Alles klar. So, dann würde ich das Video jetzt hier auch beenden. Wir gehen zwar gleich noch im Baumarkt und so und da ist einiges Sehenswertes bestimmt. Aber ja, es reicht für heute. Ich danke euch fürs Zuschauen und würde sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüss!